Anfeindung Teil 2. Die Freundlichkeit der Muslime war bald in aller Munde. Jeden Menschen, ob arm oder reich, grüßten sie mit dem Friedensgruß Assalamu alaikum, Frieden sei mit euch. Es waren die Worte, die Dschibril dem Propheten gelehrt hatte. Je mehr Offenbarungen gesandt wurden, desto mehr wurde den Menschen klar, was für ein ungerechtes und würdeloses Leben sie geführt hatten. Wer ernsthaft nachdachte, begriff, dass die Werte und Verse des Koran nicht von Mohammed stammen konnten, sondern aus einer den Menschen überlegenen Quelle kam. Das einzige Argument der Götzendiener war, dass auch ihre Väter so gelebt hatten, wie sie es taten. Ganz gleich, was der Islam den Menschen brachte und wie ehrlich der Prophet Mohammed war, sie wollten ihre Lebensweise nicht ändern. Sein Onkel Abu Lahab erklärte ihn für verrückt. Manche nannten ihn einen Dichter, der die Herzen der Menschen nach der ersten Begegnung ändere, obwohl er vor der Sendung gar kein Talent zur Dichtkunst gezeigt hatte und des Lesens und Schreibens unkundig war. Die Quraysh fragten sich, wer ihm vom heute auf morgen Poesie und Weisheit beigebracht haben konnte. Schließlich gingen sie zu Abu Talib, der selbst kein Muslim geworden war. Aufgebracht forderten sie von ihm, dass der Prophet aufhören solle, die Religion ihrer Väter des Irrtums zu besichtigen, was ja auch ihn selbst, Abu Talib, betreffe. Sie boten sogar an, Mohammed zu einem König zu machen, ihm so viele Frauen zu geben, wie er nur wollte, oder so viel Geld, dass er der Reichste unter ihnen wurde. Er solle nur endlich mit der Verkündigung, der Offenbarung und dem Fordern von Rechten für Frauen und Kinder und Armen und Schwachen aufhören. Das würde ihre Geschäfte ruinieren. Als die Mächtigen der Quraysh bei Abu Talib waren, musste der Prophet zu ihm kommen. Er berichtete ihm, was die Vertreter des Stammes ihm angeboten hatten. Dann bat er seinen Neffen: Belaste uns nicht mit etwas, was ich nicht verkraften kann. Da fürchtete der Prophet, dass sein Onkel ihn nicht mehr unterstützen würde. Sein Volk aber tat ihm leid, und er wollte, dass sie die Ersten waren, die vom Licht des Islam recht geleitet wurden. Mohammed machte deutlich, dass er nie aufhören würde, selbst wenn er dafür sterben müsse. Dann stand er auf. Als er gehen wollte, rief Abu Talib ihn zurück und versprach: Verbreite, was du möchtest, bei Allah, für nichts werde ich dich preisgeben. Nach den ersten 8 Muslimen erreichte die Zahl der Frauen und Männer, die den Islam annahmen, schnell 130. Und ihnen waren einige Verwandte des Propheten, seine beiden Cousins, Ja'far und Zubayr, sowie Zubayrs Mutter Safiya. Ummul Fadl, die Frau des noch unsicheren Abbas, brachte ihre Schwestern Salma und Asma und Maimuna zum Propheten. Ja'far heiratete Asma, während Hamza ihre Schwester Salma heiratete. Sie alle waren Quraischiten. Khadija war weiterhin eine Stütze für den Propheten. Er liebte sie sehr und heiratete zu ihrer Lebzeit keine weitere Frau. Sie wurde bekannt als At-Tahira, die Reine, sogar schon vor dem Islam. Deshalb wurden ihre Töchter Banatut Tahira, die Töchter der Reinen, genannt. Ihre Tugenden und Vorzüge waren bald in ganz Mekka bekannt. Um sich vor ihrem Stamm zu verstecken, gingen die Gefährten des Propheten zum Gebet in die Schluchten außerhalb Mekkas. Als Sa'd bin Abi Waqqas einmal mit einigen Gefährten dort beim Gebet war, kam eine Gruppe Mekkaner bei ihnen vorbei, stoppte sie,
störte ihr Gebet, beschimpfte sie und wurde dann gewalttätig. Als sie sich nicht mehr anders wehren konnten, schlug Saad einen der Angreifer mit dem Kieferknochen eines Kamels und verletzte ihn am Kopf. Dies war das erste Blut, das zur Verteidigung der Muslime vergossen wurde.